Richtigkeit hat. Ein, zwei Worte vorab. Wir starten mit den Frauen. Herr Englisch, sagen Sie mal kurz, was es für Besonderheiten gibt. Wir haben noch drei Doppellose drin. Wir haben einen Zweitligisten drin, Andernach. Andernach hätte in jedem Fall Heimvorteil, wenn es gegen einen Bundesligisten gehen würde. Wir haben aber auch den Walldörfer SV noch dabei. Der muss sein Spiel gegen Bayern München aber erst noch austragen. Sollte er das gewinnen und gegen Andernach gelost werden, hätte er tatsächlich Heimvorteil. Aber das würden wir dann entscheiden, bis soweit. Wir jonglieren hier ein bisschen rum, sonst genau. Sie melden sich dann, falls wir irgendwas links und rechts nicht richtig liegen, aber auf jeden Fall lassen wir es dann erstmal, bis sie gespielt haben, dann so. Wann wird gespielt bei den Frauen? 20. und 21. März. 20. und 21. ist ja noch ein bisschen hinter. Ne? Gut, dann haben wir einen Regionalligisten, nämlich Walddörfer, haben wir einen Zweitligisten, 6 Bundesligisten jeweils verteilt. Und Sven, ich würde sagen, es ist nicht so schwer, du mischst gut durch und gibst über die Kugelbahn. Herrn Primut, Auslosung der Frauen, das Viertelfinale, ab jetzt. SC Freiburg. Na. So, jetzt wird's. Jetzt habe ich viel Verantwortung. Na, guck mal, jetzt hast du ja schon mal an die richtige Stelle gelost hier. Sven Annawald ist großer Freiburg-Fan. Ja. Und bei den Frauen kann er jetzt was Gutes tun. Bitte. Kein Andernach, sagst du also, ja? Damit das Heimspiel bleibt. Der SC Freiburg. Siebter in der Bundesliga. Gegen wen, Herr Primut? Den Sieger aus. Erste FFC Turbine Potsdam gegen SC Sand. Das ist ein Bundesliga-Duell, Herr Englisch. Dreimaliger Pokalsieger Turbine. Das heißt, es bleibt so, wie es liegt, richtig? Gut, Sven, weiter geht's. Starker Auftakt von dir. Ganz stark. Siehst auch sehr sicher aus da. Ja, ich habe geübt. Ja. Abspruch klappt. Ich habe mir zu Hause schon so eine Kugel aufgebaut. Jetzt ich weiß es schon länger. Gesagt, ist auch super vom Backen weggekommen. Ja, richtig. Ja. Richtig. Jetzt haben wir die SG 99 Andernach. Na, mit gut. Einem Heimspiel und es bleibt auch ein Heimspiel. Das bleibt ja so dann, genau. Das ist der Zweitligist, zweiter Platz in der Bundesliga Süd. Liegt in der Nähe von Koblenz Andernach. Und der Gegner kommt. Und er kommt woher, Herr Fribut? Nicht weit weg. Eintracht Frankfurt. Gut, dann lassen wir es so liegen, ne? Herr Englisch? Ja. Prima. Zweite Liga gegen Bundesliga. 9-mal Pokalsieger als FFC noch. Eintracht jetzt. So, was kommt noch? 2 Spiele haben wir noch. Das Walddörfer Bayern doppellos haben wir noch. Und? VfL Wolfsburg. Ja. Die es eigentlich immer gemacht haben, aber momentan in der Bundesliga hinter den Bayern sind. Richtig. Da könnte mal eine Serie gebrochen werden. 7-mal Pokalsieger, die Wölfinnen. Gegen wen spielen sie? Das wäre natürlich jetzt, ne? Ist es das? Sieger aus SV Werder Bremen gegen SV Meppen. Dann bleibt das alles auch, wie es ist. Ein Nordduell. Und das mögliche Wolfsburg-Bayern-Duell haben wir noch nicht. Das habe ich hingekriegt, oder? Dass ich nicht direkt gelost habe. Die einen sagen so, die anderen so. Ich finde, du hast es gut hingekriegt. TSG 1899 Hoffenheim. Dritter in der Bundesliga. Und jetzt haben wir genau die Situation. Soll ich noch mal rühren, oder? Jetzt wirst du bitte noch mal richtig gut durch. Dass wir es in Englisch so liegen lassen, sollten die Walddörfer aber gewinnen gegen Bayern. Genau, wir können es so liegen lassen. Wenn Bayern weiterkommen sollte, bleibt es so. Dann wenn Walddorf gewinnt, dann tauschen wir. Schicken uns ein Bild und dann wir machen wir das. Ja. Zeigen es dann noch mal. Aber jetzt gucken wir erst. Ne? Oh, ja, bitte. Das wäre schlimm jetzt. Sieger aus Walddörfer SV gegen FC Bayern München. Wir machen das ja schon ein paar Jahre, Herr Frimuth. Aber ich bin immer noch erleichtert, wenn in der letzten Kugel das drin ist, was auch drin sein soll. Sehr schön. So, Sven, zufrieden hier, Freiburg? Ja, ich hoffe natürlich, ja, dass wir weiterkommen. Das ist immer der hier. Schaust du da ab und oder hast du da ab und zu auch vorbeigeschaut? Oder? Ich war das letzte Mal gegen, als die Freiburger bei Bayern gespielt haben. Ja. Wir leben ja in der Nähe von München. Deswegen habe ich da eine Möglichkeit gehabt, mal wieder zuzuschauen. Und deswegen aus der Ferne. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, weil ich hin und wieder mal gucken muss. Klar. Auch Männerfußball hin und wieder auch nur per Handy. Aber gut. Ich belese mich. Ich glaube, Sie werden zufrieden sein mit dir. Gleich hast du noch eine etwas längere Aufgabe vor dir. Wir schauen jetzt noch einmal in der Übersicht auf das Viertelfinale der Frauen. Da haben wir nämlich den SC Freiburg gegen den Sieger aus Potsdam gegen Sand. Dann haben wir Andernach gegen Eintracht Frankfurt, Heimspiel für die Zweitligistinnen. Dann haben wir Wolfsburg gegen den Sieger aus Werder und Meppen. Und dann haben wir noch die TSG 1899 Hoffenheim gegen entweder Walddörfer oder den FC Bayern München. So, dann haben wir das schon.
schon mal durch hier. Genau. Dann würde ich sagen, gönnen wir uns eine kleine Umbaupause. Personal bleibt bitte. So viel mehr haben wir heute nicht. Wir müssen sie nicht auswechseln, gibt uns aber die Möglichkeit, einmal kurz auf den FC Schalke 04 zu schauen. Gestern natürlich mit erneut großen Hoffnungen ins erste Spiel des neuen Jahres gegangen. Mit einem neuen Trainer, mit Christian Groß und neues Jahr. Alles sollte ein bisschen besser werden. Aber da scheint der Wurm so drin zu sein, dass auch dieses Vorhaben gestern relativ krachend gescheitert ist, muss man sagen. 0-3 bei der Hertha. Und jetzt ist es in der Tat nur noch ein siegloses Spiel bis zu diesem historischen Rekord von Tasmania Berlin. Uwe Dietz berichtet über Schalke. Schlimmer geht's nimmer. Seit Monaten denken das viele Schalker und werden immer wieder eines Besseren belehrt. Immer tiefer geht es hinein ins Nirgendwo. Totaler Niedergang, Desaster. Immer schlimmer klingen die Durchhalteparolen. Wir wollen einfach bald hoffentlich den Bock umstoßen und endlich unser erstes Spiel gewinnen. Wir müssen als Mannschaft einfach noch enger zusammenrücken, noch mehr investieren in so ein Spiel. Niemand kann unterstellen, dass Schalke nicht alles Erdenkliche probiert. Auch heute ducken sich die Verantwortlichen nicht weg. Sascha Rita, Koordinator der Lizenzspielerabteilung, spricht im Interview mit der Sportschau von noch alles möglich, von viel Arbeiten und von ungebrochener Hoffnung. Unsere größte Motivation ist es natürlich, allen zu zeigen, die uns schon abgeschrieben haben, dass wir einfach noch in der Liga bleiben können. Und da tun wir alles dafür. Allerdings, in dem nun fast vollen, sieglosen Jahr hat Schalke einen Hoffnungsträger nach dem anderen verschlissen. Was Wagner, Baum, Stevens passierte, droht jetzt Christian Groß, der es auch nicht schaffte, den Effekt des Trainerwechsels in positive Energie umzuwandeln. 0-3 in Berlin. Nicht mal um Geduld kann der 66-Jährige bitten und erst mal nur appellieren. Ich habe es auch unmittelbar nach dem Spiel in der Kabine gesagt, dass gegenseitig sich jeder den anderen aufrichten soll. Keine gegenseitigen Vorwürfe für diese Niederlage. Wir gewinnen und verlieren zusammen. Das ist das, was ich im Moment sagen kann. Aber es ist klar, dass wir ein Erfolgserlebnis brauchen. Mit jetzt 30 Spielen ohne Erfolg haben viele Spieler jegliche Bundesliga-Qualität verloren und treffen pausenlos falsche Entscheidungen. Uth schießt einen Freistoß ohne Not in die Arme des Torwarts. Aus Ballgewinnen wie gestern vor dem 0-2 werden ständig neue Ballverluste. Die Hertha kommt viel zu einfach zu Chancen, zu Toren. Die Konsequenz der Chefs? Wir brauchen neue Gesichter, neues Blut, weil die Spieler, die jetzt im Moment noch da sind, die tragen einfach diesen Rucksack mit diesen 30 Spielen mit sich. Einen haben sie gefunden. Sead Kolasinac, einer aus der eigenen Jugend, der bei Arsenal London nicht glücklich wurde, kommt auf Leihbasis zurück, soll sogar auf viel Gehalt verzichten. Seo ist ein Spieler, der lebt einfach Schalke. Er wollte unbedingt hierher kommen, er wollte unbedingt helfen. Als Spieler mit Herz und Mentalität ist der bosnische Schalker der nächste Hoffnungsträger. Weitere will Sportvorstand Jochen Schneider besorgen, auch mit Lehrerkasse. Doch nicht nur Christian Groß weiß spätestens seit gestern, was mit Schalkes Hoffnungsträgern passieren kann. Selten Gutes jedenfalls. Ja, Schalke in der Tat ganz tief im Schlamassel. Da hilft auch wahrscheinlich gar kein Blick nach links und rechts. Und auch eine Rivalität im Ruhrgebiet gibt es ja momentan gar nicht so richtig. Der BVB, der Konkurrent, ehemalige, hat gespielt heute im ersten Sonntagsspiel 2-0 gegen Wolfsburg. Das war ja eins der berühmten 6-Punkte-Spiele. 3 selbst und 3 dem Gegner nicht gegeben. Dortmund klettert wieder in der Tabelle. Das Spiel sehen Sie heute Abend genau wie natürlich Mainz gegen Bayern München ab 21.45 Uhr bei uns in den dritten Programmen. Herr Frimuth, Sie sind natürlich auch immer im Alltagsgeschäft mit, gedanklich. Was Ihre Haltung zu Schalke? Haben Sie da noch Im Grunde steht man ein Stück weit fassungslos davor, weil im Prinzip ein solcher Traditionsverein mit dem Punktestand zum jetzigen Zeitpunkt ist eigentlich normalerweise unter dem Begriff unvorstellbar abzulegen. Aber insofern kann man sich jetzt nur vorstellen, wie es halt nicht nur den Verantwortlichen, die stehen im Moment natürlich im Vordergrund und auch im Fokus, wahrscheinlich auch ein Stück weit berechtigt, aber letztlich muss man die riesengroße Fan-Community des Vereins auch sehen. Und ich glaube, da kann sich jeder Fan auch in eines anderen Vereins so ein bisschen in die Rolle versetzen, wie es einem selbst gehen würde, wenn so etwas so wirklich völlig unerwartet
dann eben auch in der Dimension eintritt. Und dann diese Tasmania-Geschichte, das sind ja, natürlich die läuft natürlich Sachen, im Moment, die der Fußball schreibt. Woche für Woche nach. Mal sehen, wen Schalke von Sven Hannawald gleich präsentiert bekommt. Nämlich zwei Erfolgserlebnisse gab es ja in den letzten Monaten, die waren beide im Pokal. Herr Englisch, ein Satz zur Männerauslosung. Es ist das Achtelfinale. Es ist Achtelfinale, 2. und 3. Februar. Wir haben zwei Doppellose. Es spielt Leverkusen gegen Frankfurt noch und es spielt Kiel gegen Bayern nächste Woche. Und wir haben einen Amateur noch dabei, Rot-Weiß Essen, und die hätten in jedem Fall Heimrecht. So ist es. Und das ist ja eine dolle Geschichte von Ihnen schon angesprochen gewesen. Zwei Spiele, Bielefeld und Düsseldorf an der Hafenstraße, Rot-Weiß Essen. Trainer Christian Neidhardt, Regionalliga-West-Tabellenführer, ungeschlagen in dieser Saison. Guten Abend, Herr Neidhardt. Ich würde Sie gerne mit reinholen hier in die Auslosung. Wo finden wir Sie denn gerade? Das ist kein Vereinsheim, wie wir es früher hatten bei diesen Terminen, leider. Nein, guten Abend. Nee, wir sind im Stadion, im VIP-Bereich hier oben bei uns. Da finden Sie uns. Gut, und wir wollen es gar nicht lange machen, bevor Sven Hannawald hier zu Werke geht. Aber natürlich wollen wir wissen, wen wollen Sie denn haben? Er würde das dann wohlwollend prüfen und versuchen umzusetzen. Ja, man möchte ja immer gerne was haben, wo man so ein Gefühl entwickeln kann, dass es so ein Pokalfight wird. Ich persönlich würde mir Schalke 04 wünschen, ein schönes Derby für die Fans. Das wäre natürlich in dieser Dreierreihe Bielefeld, Düsseldorf und dann Schalke. Wir versuchen es zu erfüllen, aber Sie müssen nehmen, was kommt. Bis gleich, Herr Neidhardt. Freuen uns auf Ihre Reaktion. Und Sven, ich würde dich bitten, das Achtelfinale der Männer jetzt auszulosen. Den Wunsch Schalke Essen habe ich auch schon bekommen, per Nachricht. Das kann ich mir vorstellen. Das wollen wahrscheinlich viele jetzt. So, Herr Frimut, womit starten Sie denn? Rot-Weiß Essen. Herr Neidhardt. Schon wieder rein. Sind Sie noch da? Ja. Ich hoffe, er war jetzt nicht kurz austreten. Sie sind schon wieder dran. Und geht jetzt können Sie mal schauen, was Herr Hannawald, unser bester Skispringer und ehemaliger Toursieger hier für Sie zieht. Bitte, Sven. Das ist auch mein eigenes Story. Das anständig. Als hätten wir einen zweiten Topf noch gehabt. Ne? Genau. So, Rot-Weiß Essen im Heimspiel. Gegen wen? Jetzt sag nicht Schalke. Nee. Das glaubt uns kein Mensch. Sieger aus Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Leverkusen oder Frankfurt, Herr Neidhardt, was sagen Sie dazu? Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich glaube, in Hammerlust. Gegen Frankfurt habe ich im DFB-Pokal schon mal gespielt. Leider verloren. Vielleicht kann man da eine Revanche machen. Leverkusen ist unfassbar stark, also von daher nicht das Wunschlos, aber wir nehmen es natürlich auch so hin, wie es gekommen ist. Wir sind natürlich auch glücklich, dass wir aktuell noch in dieser Runde dabei sind. Also eine Pokalauslosung ohne den politisch korrekten Satz, wir nehmen es, wie es kommt, die können wir auch nicht anbieten. Aber jetzt müssen Sie schon noch sagen, Leverkusen oder Frankfurt? Dann würde ich lieber Frankfurt nehmen. Okay, alles klar. Wir geben es weiter. Nächste Woche spielen die. Vielen Dank, Herr Neidhardt. Schöne Grüße nach Essen. Toi, toi, toi. Schön, dass Sie noch im Pokal sind. Danke Ihnen. Als Viertligist. Danke. Tschüss, tschüss. So, weiter geht's, Sven. Sven Hannawald hofft natürlich nach der zweiten Runde auf ein schweres Auswärtsspiel für den VfB Stuttgart, der seine Freiburger ausgetragen hat. Ich habe da auch noch eine Rechnung offen. Ja, das ist schon. VfL Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg. Heute unterlegen, wie wir gerade gehört haben, bei Borussia Dortmund. Der Pokalsieger von 2015, damals gegen den BVB. Mit einem Halbspiel. Gegen wen? FC Schalke 04. Wolfsburg gegen Schalke, ein Bundesliga-Duell. Das wird es auf jeden Fall noch sein. Gut, es geht weiter, Sven. Schalke mit einem Auswärtsspiel. Aber wie geduldig Sie immer warten, bis es ganz runtergerollt ist und so, nicht vorher reingrapschen. Da ist ja auch offensichtlich eine Kamera, die das vielleicht draufzeigt. Achso, ich dachte, Sie machen die ganze Zeit Selfie da. Nee, okay, verstehe. Das ist hochoffiziell, öffentlich rechtlich. Ich dachte, für Instagram oder so. Jetzt wird es für Sie spannend. Holstein Kiel gegen FC Bayern München. Holstein gegen Bayern, übertragen wir ihn live im Ersten. Am Mittwoch der darauffolgenden Woche, am 13. mit Bastian Schweinsteiger als Experte. Das ist ja auch so eine Nummer, ne? Ohne Zuschauer so ein tolles Spiel für die Kieler, die heute die Tabellenführung abgegeben haben an Hamburg. SV Darmstadt 98. Gegen Darmstadt 98. Gut, wenn es in Anführungsstrichen normal läuft, wäre es Bayern gegen Darmstadt. Und da werden einige Leute wieder tief seufzen und sagen, Mensch, die Bayern. Aber
klar, Sven, das hast du zu verantworten dann. Genau. E-Mail-Adresse ist bekannt, immer her damit. Deine? Ja, ja, alles gut. Hannawald@losfee.de. SSV Jan Regensburg. Regensburg haben wir mit einem Heimspiel, zweite Liga. Elfer schießen auch in der zweiten Runde in Wiesbaden gewonnen. Heute in Hamburg verloren in der zweiten Liga. Gegen wen spielt der Jan? Erster FC Köln. Jan Regensburg gegen den ersten FC Köln. Köln ja, gut im Pokal nicht, aber ansonsten auswärts eh besser als zu Hause. Bitte Sven. Ich glaube, dass viele Kölner sich diese Partie gewünscht haben, nur dann vielleicht doch andersrum. Im Pokal hat der FC ja mal zu Hause gewonnen. Der VfB Stuttgart. Hat ein Heimspiel, gestern gegen Leipzig verloren und interessant, trotz der tollen Saisonleistung, eine ganz schön öffentlich ausgetragene Führungsthematik da gerade. Ne? Meine Güte, ja. Aber ein Heimspiel haben die Stuttgarter. Jetzt die Rache. Dreimal Pokalsieger. Borussia Mönchengladbach. Jetzt wird die Rache. Tolles Spiel, oder? Stuttgart gegen Gladbach. Gut, Svens Präferenz ist klar. Von noch jemanden, aber den sage ich jetzt nicht. Also, wir sind unter uns. Aber dann hättest du den als Rache ein Auswärtsspiel losen müssen, glaube ich. Bitte schön. Drei Partien haben wir noch. Die Doppellose sind weg. Alles pur 1:1 hier noch. SV Werder Bremen. Der SV Werder. Pokaltradition an allen Ecken und Enden. Sechsmal DFB-Pokalsieger und momentan schon wieder nicht nur auf der Stelle, sondern irgendwie so ein bisschen auf dem Ast des Vorjahres, was die Bundesliga angeht. Spielvereinigung Greuther Fürth. Werder gegen Fürth. Das ist farblich sehr passend. Und da freuen sich die Bremer sicherlich. Sven, das ist eine nette E-Mail. Nehmen wir mal die. Aber die Fürther haben natürlich mit dem Elfmeterschießen in Hoffenheim da ein richtiges Ding gehabt. Und sind auch Dritter in der zweiten Liga. Also heute gegen St. Pauli gewonnen. RB Leipzig. Der Finalist von 2019. Unterlegen gegen die Bayern damals. Mit einem Heimspiel. Gegen wen? Hätten wir Bochum noch drin, da hätten wir aber auch den BVB, glaube ich, noch drin. Ne? Das wäre natürlich ein bisschen VfL Bochum. Da sind die Bochumer, die nach 11 Jahren wieder von der Rückkehr träumen und gut dabei sind in der Liga. So, Heimrecht ja, nein. So, Heimspiel Dortmund, ja oder nein? Den Gegner könnte ich auch schon verraten, aber mal sehen, wer aufgepasst hat. Herr Englisch? Ich habe aufgepasst. Borussia Dortmund. Gegen? Warten wir es ab. Ja, gegen die, die gegen Union gewonnen haben. Ne? Hoffentlich drin sind jetzt. Hm? Weißt du, wer noch drin ist? Hoffentlich drin sind. Ich habe einen Faden verloren. Ich bin völlig fokussiert auf mein Mission. Okay, das müsste Paderborn sein. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Wir haben kein Problem. SC Paderborn. Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn. So, wenn wir das jetzt, Herr Friemuth, mal einmal kurz überschlagen. Bei, nochmal, Pokal und Gesetz hin und her bei einigermaßen normalem Ausgang hätten die Bayern Darmstadt zu Hause, Dortmund, Paderborn. Das ist schon los Glück, ne? Oder? Also ich glaube, bei dieser Auslosung sagen diesmal die unterklassigen Vereine nicht so gut gelaufen. Tja. Tut mir leid. Sorry. Ich back mal einen Kuchen oder irgendwas. Wolfsburg gegen Schalke für die Pokalhistoriker. Ist das ein wichtiger Moment damals gewesen? Das war das erste Elfmeterschießen damals, 70. Mal sehen, ob das noch kommt. Herr Englisch, was sagen Sie? Was finden Sie am besten? Die Kölner auswärts. Ach, wirklich? Sind sie stärker. Okay, verstehe. Ja, das sind jetzt 13 Heimspiele in der Bundesliga, die sie nicht gewonnen haben. So, und Sven, auf Freiburg mussten wir hier verzichten. Stuttgart-Gladbach ist natürlich ein Top-Duell auf jeden Fall. Ja. Und ein bisschen kleines Mitgefühl mit den Kleinen hier. Oh. Ja, es ist halt, es kommt so, wie es kommt. Ne? Ja. Mats Hummels ist ein Wunsch, aber der Hannawald war die Losfee. Ja. Wird das alles brachial weggeknallt. Aber die Lose waren aber verschlossen. Also da nehmen Sie den Schutz. Und nur drei waren ja warm. Genau. Also das vier. Genau. Wir schauen noch mal auf die Übersicht hier für Sie. Das Achtelfinale der Männer. Das lautet wie folgt: Rot-Weiß Essen gegen den Sieger aus Leverkusen und Frankfurt. Dann haben wir den VfL Wolfsburg gegen Schalke 04. Holstein oder Bayern München gegen Darmstadt 98. Regensburg gegen Köln. Stuttgart gegen Gladbach. Dann haben wir Werder Bremen gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. RB Leipzig gegen den VfL Bochum. Und Borussia Dortmund gegen Paderborn.